Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruhe mit Paul. Ich hoffe, euch geht's allen gut und heute habe ich einen neuen Squishy Mesh Ball bzw. zwei neue Squishy Mesh Bälle für euch und die stecken in ganz, ganz gruseligen Monsterköpfen. Ich denke, das sind Zombies. Wir werden die als erstes mal aus dem Netz befreien, damit wir uns sie uns auch besser anschauen können. Numero uno. Da haben wir einen Monsterkopf mit einem roten Squishy Mesh Ball. Und Numero due. Der zweite. Da haben wir einen Monsterkopf mit einem lila Squishy Mesh Ball. Als erstes beschreibe ich sie euch mal ein bisschen, wie sie sich anfühlen. Und zwar sind sie außen ziemlich weich. Man kann es auch schon sehen, das ist so eine Art Gummi. Wie der Monsterkopf, den ich euch schon mal vorgestellt habe, den habe ich auch aufgeschnitten. Da haben ja Fliegen und andere Monster in dem Monsterkopf auch noch drin gesteckt. Da ist der Schleim aus dem Mund rausgekommen. Und hier kommt das Ganze aus dem Kopf raus. Es scheint so, als ob es die Gehirne von den Zombies oder von den zwei Frankenstein-Monstern hier sind. Und wie immer, wenn man drauf drückt, kommen diese Pusteln draus. Ihr kennt es ja mittlerweile, wir haben ja schon viele Squishy Mesh Bälle vorgestellt. Das hier ist wieder ein ganz normaler Squishy Mesh Ball. Ich denke mal, der wird auch die gleiche Füllung haben. Wobei die hier noch ein bisschen anders aussieht, ein bisschen heller als sonst. Der Squishy Mesh Ball lässt sich ziemlich schwer drücken. Jedoch kommen die Pusteln super raus, manche besser, manche weniger gut. Und bei dem anderen ist es genauso. Es sieht aber wirklich cool aus. Man muss das Ganze wahrscheinlich eher so machen, dass man den Kopf dabei auch noch sieht. So, also da kommt das Gehirn von dem Zombie oben raus. Sieht schon ziemlich eklig aus. Was ganz cool wäre, wäre bestimmt auch mal ein Vergleich von diesem Monsterkopf und den anderen Monstern, die ich euch schon vorgestellt habe mit den Fliegen drin. Wenn ihr wollt, können wir dazu auch mal noch ein Video machen. Dann vergleiche ich die ein bisschen für euch, welche man besser drücken kann. Wenn ihr auch mal wissen wollt, was hier drin steckt, schneide ich sie auch gerne mal für euch auf. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Der Monsterkopf sieht wirklich gruselig aus. Seine Augen haben rote Adern und man sieht hier sogar das Gebiss und das ist auch leicht rot. Es passt also alles gut zu der Farbe von dem Squishy Mesh Ball. Und hier haben wir einen Frankenstein-Kopf. Der hat hier oben eine Narbe. Die sieht fast genauso aus wie die Narbe in dem Video, die ich mir mal als Monsteraufkleber aufgeklebt habe, hier auf meinen Arm. Ihr seht, mittlerweile ist alles wieder weg. Ist gut abgegangen. Und der hat hier auch noch ein paar Gitter zwischen den Zähnen. Oder es sind einfach nur riesige Zähne. Sieht wirklich gruselig aus. Und dann diese gelben großen Augen. Gefällt mir super gut. Also als Fazit würde ich sagen, man kann die Monsterköpfe echt super drücken. Sie sind zwar ein bisschen schwer zu drücken, aber im Endeffekt ist das Ergebnis wirklich cool. Besonders durch diese Außenschale mit den Köpfen sieht das Ganze nochmal ein bisschen schöner aus, als wenn man nur so einen Squishy Mesh Ball hat. Wobei mir die natürlich auch gut gefallen. Und jetzt könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Monsterköpfen findet. Der eine hat Ohren, der andere hat keine. Die könnte ich ihm auch mal langziehen. Das ist nämlich alles aus Gummi. Ob die euch besser gefallen haben oder die anderen Monsterköpfe. Und schreibt mir auch mal, was ich noch damit machen soll, ob ich das Vergleichsvideo machen soll oder ob ich es auch aufschneiden soll. Ich entscheide das je nachdem, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Bewertung für das Video dalassen und uns abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge der Spielzeugtruhe wieder. Bis dahin, euer Paul. Tschüss.